Willkommen zurück, Leute, zu Tearaway. Ich finde immer noch, dass das Spiel grandios ist. Hier sehen wir nochmal ganz kurz das, was ich meinte. Da, wo wir schon waren, da haben wir kein Konfetti mehr, sondern wir haben hier, ja, Platzhalter. Und das wurde in den Kommentaren angesprochen. Danke, Nana, für diesen Tipp. Oh, da bin ich nochmal runtergefallen, okay. Aber auf jeden Fall grandios, was man hier alles anstellen kann, ne? Darauf wäre ich selbst nicht gekommen. Zumindest im Spiel erweise ich mich aber nicht als allzu guter DJ. Da sollte ich vielleicht doch lieber die Finger von lassen. Okay, wir können mit dem Eichhörnchenführer reden. Haben wir das nicht schon letztes Mal gemacht? Ein zweiter Spieler. Ah, okay. Das haben wir schon gemacht. Gut, gehen wir hier runter. Ah, das rollt sich wieder ein. Okay, gut, gut, gut. Zack, rüber. Wir können jetzt seit neuestem auch springen. Eine Fähigkeit, die ich sehr, sehr vermisst habe bis jetzt. Oh, das war knapp. Hier kurz hoch. Was gibt's hier beim Trommelfell? Leider nichts. So, jetzt hier rüber. Zack. Ab nach oben. Na. So ein halb aufgegessener Apfel. Kann ich da reinspringen oder so? Nee, er geht nur zu, wenn ich in die Nähe komme. Ach, hier kann ich sowieso kein Licht aktivieren. Okay, hier ist es schon hell genug. Oh, da muss ich springen jetzt. Ja, der tanzt so lange, der Apfel, bis ich weg bin. Wie ich weg bin. Ah, komm schon. Jawohl. Du bist der Schließer der Löcher. Ja. Derjenige, der den Himmel wieder zusammenklebt, damit nichts Böses mehr herabfallen kann. Da musst du den Galgenhügel erklimmen. Er ist der höchste Berg in Talfalte. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Oh. Eieieiei. Ein böses, böses Schloss. Ach, hier. Hi. Habe ich ihn runtergeschubst? Ach, hier ist er. Ach, die laufen selbstständig. Okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Eichhörnchen auf dem Kerl. Kann ich nochmal was mit dem bereden? Der beste Weg nach Galgenhügel sind die Maibaumfelder. Die Gondel wird dich dorthin bringen. Okay, ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Ich gehe nochmal zu dem letzten Lesezeichen. Ganz kurz. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles nochmal neu machen. Denn ansonsten wäre es ziemlich ärgerlich, da ich an einen Ort zurück möchte, wo ich keine Abzweigung genommen habe. Das war der mit der Eichel. Vielleicht hätte ich das für später mir auch aufbewahren sollen, aber ja gut, machen wir es jetzt einfach mal. Zumindest, wenn ich jetzt nicht wirklich alles nochmal neu machen muss. Das würde mich ziemlich ärgern. Aber ich denke mal, dass das Spiel sich da schon seine Gedanken gemacht haben wird. Ey, aber ansonsten, der letzte Part, der war super. Das hat wirklich Spaß gemacht. Insofern hätte ich auch Bock, da nochmal weiterzumachen. Also das nochmal zu machen. Hätte ich kein Problem mit. So, hier sind wir. Okay, sieht doch so aus, als müssten wir alles nochmal von neuem machen. Okay. Was mich ein bisschen überrascht hat gerade eben, ist, dass ich im ersten Gebiet einiges noch nicht gemacht habe. Okay, ich kann aber noch springen. Meines Wissens nach hatte ich nämlich schon alles im ersten Gebiet. So,
So, hier können wir jetzt durchgehen. Ah, da sind die Trommler. Sehr gut. Okay, so extrem viel müssen wir jetzt auch nicht wieder machen. Das geht hier ruckzuck. Auch wie smart es ist, dass man jetzt hier direkt den Baum nimmt, den man gerade aus dem Weg geräumt hat, um wieder weiterzukommen. Ah, und die kleinen Schnipsel, die alles hier mit Zeitungspapier überziehen. Das ist ein Trommelfeld, das wissen wir. Ab nach oben. Zack, hier rüber. Ah, hier muss ich ein bisschen das Timing in den Griff bekommen. Das passt aber schon. Und ansonsten merkt man, dass es in diesem Part wesentlich besser vorangeht als im letzten noch. Der Lerneffekt ist also da. Ah, warum bin ich denn hier runtergefallen jetzt? So, so, so. Ah, okay, da oben waren noch ein paar Dings, die ich gesammelt habe. Danach bin ich runtergefallen. Schon wieder, oder? Ah, okay, jetzt bin ich da. Ah, jetzt muss ich mir den Apfel holen. Ach, stimmt, erstmal die Schnipsel wegjagen. So, das wissen wir alles schon. Ja, sorry, dass ich jetzt diesen kleinen Part kurz wiederhole. Ich möchte aber wirklich nochmal sehen, was es da hinten gab. Ja, hallo? Leute? Okay, ich muss das Teil erstmal werfen, glaube ich. Bam! Ja, jetzt springen die rüber. Jo, macht ihr nur. Einen Apfel bitte. Danke. So, und jetzt nochmal rein damit. Und hier geht's jetzt nach oben. Die eine Blume da war weiß. Die haben wir dann mit Farbe voll gemacht. Und ich könnte auch theoretisch rüber. Nein! Okay, kann ich doch nicht. Ich könnte auch theoretisch rüber. Nö. Neu erlernte Fähigkeit bringt uns hier zumindest noch nichts. Ach, hier war das mit diesem cleveren Apfelpuzzle. Das ist richtig cool, muss ich sagen. Ah. Okay, jetzt aber. Sehr schön, und da ebnet sich der nächste Weg. Ich muss sagen, ich habe ja natürlich die ganzen Rätsel noch ein bisschen im Kopf, aber es ist richtig schön, das jetzt nochmal alles zu machen. Wie sich das alles entfaltet vor einem, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Daran zum Beispiel erinnere ich mich gar nicht. Obwohl es eigentlich erst gestern war. Ah, okay, Moment. Gucken Sie bitte einen Apfel hinaus. Danke. Und hier war das... Wie genau nochmal? Erstmal hier hoch, dann hier hoch. Und jetzt so. Zack, der schießt den rüber. Nein. Ach so, stimmt. Ich muss ja hier nochmal die Taste drücken. Und jetzt rein damit. Wäre auch lustig gewesen, wenn er den direkt drüber geschossen hätte. Da oben ist was. Habe ich das schon mal entfaltet? Ha. Ich glaube nicht.
Ah, und hier kam der Kamm. Gegen die schnipselfressenden Pflanzen. So, essen bitte. Hallo, hast kein Hunger mehr? Tu es. Ja, sehr schön. Ich muss sagen, die erinnern mich so ein bisschen an Minions. Nur, dass die nicht gelb sind, sondern als schwarz-weiß. Aber die sind genauso böse auch. So, ganz knapp noch geschafft. Und weiter geht's hier. Ein neues Stück der Karte licht sich. Na. Okay. Das haben wir auch problemlos geschafft. Also beim letzten Mal bin ich an der einen oder anderen Stelle ja runtergefallen. Bis jetzt klappt das prima. Ah. Okay. Puh. Ah, das ist jetzt wieder so ein etwas riskanterer Part. Ah, Moment. So, und jetzt. Sauber. Ach, hier. Da sind wir ja schon. Hat also... ja, kleiner Sprachfehler. Also doch nicht so lange gedauert. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier entdecken. Ah, das war kein Konfetti, okay. In einen Eichhörnchenmund laufen wir hier. Oh. Was haben wir denn hier? Oh. Halt! Wer wagt es, in den Palast des Eichhörnchenkönigs einzudringen? Oh, Moment! Du hast dem König seine Krone gebracht. Dann darfst du natürlich zu seiner Majestät. Hallo, kleiner Freund. Ich habe nicht gesagt, dass ich das König Eichhörnchen bin. Warum hätte ich auch sonst eine Krone gebraucht, hm? Du machst das super mit dem Singsang. Mach weiter. Du rettest noch die Ernte. Um dir dafür zu danken, dass du mich gerettet und wieder auf meinen Thron gebracht hast, verleihe ich dir das Abzeichen des tapferen Eichhörnchens. Ich habe eine Nachbildung meiner Krone für dich anfertigen lassen. Setz sie doch mal auf. Super. Wir haben jetzt auch eine Mütze und wir haben auch eine Krone auf der Mütze. Was für eine beeindruckende Gestalt. Du musst königliches Eichhörnchenblut in dir haben. Auf jeden Fall. Nicht nur er, sondern auch das Wesen, das ihn steuert. Sollen wir ein Erinnerungsfoto machen? Ja, gerne. Der macht einfach eins. Der fragt noch nicht mal. Natürlich nicht. Von diesem Augenblick an soll jeder von deinen heldenhaften Taten wissen. Mögest du auf all deinen Abenteuern Erfolg haben, edler Kurier. Ach, danke sehr. Die Wortwahl ist hier auch sehr schön, sehr vornehm. Wir haben hier auch allerlei Eicheln schon eingesammelt. Ach, hier ist doch mal das Erinnerungsfoto. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Moment. Rette die Ernte oder es wird keine Nüsse mehr geben. Siehst du das Eichhörnchen dort drüben? Es hat letzte Woche einen Flugdrachen an meinen Schwanz gebunden. Bitte was? Hilfst du mir, ihm einen Streich zu spielen? Ein Flugdrache. Ja, wenn da ein Windstoß kommt, es wird gefährlich. Es ist so sehr in das Eichelgemälde vertieft, dass man ihm bestimmt etwas auf den Rücken heften kann. Ah, was denn wohl? Was soll ich ihm auf den Rücken heften? Ja, okay. Ah, ich verstehe. Ui. Dekorieren. Was
so eine Nase auf den Rücken. Ja, machen wir. Was war? Ach, wen kümmert das schon? Nur diese leckere Eichel ist wichtig. Mit der Königskrone auch noch. Ah, Moment, ich kann ihn weiter dekorieren. Soll ich? Sehr schön, hier geht's sogar noch weiter. Ey, das gesamte Gebiet hier hätte ich einfach verpasst, wenn ich hier nicht nochmal entlang gegangen wäre. Wo kommen wir jetzt hin? Dorthin geht es wieder zurück, glaube ich. Ich schau mal. Ja, das ist hier der Eichhörnchenmund gewesen. Und hier gehe ich nochmal rein, denn ich habe die andere Seite noch nicht untersucht. Ach, da ist er. Man kann auch ganz leicht das Trommelfell da unten, also hier, übersehen. Für einen Moment hatte ich es auch getan. Ah, hier falle ich jetzt mehrmals schon runter. Doch nicht so viel von den letzten Parts dazu gelernt. Ja, ich denke auch eigentlich, dass ich darüber springen kann, aber kann ich ja scheinbar nicht. Okay, so geht's einfacher. Kein Problem dann. So, hier nochmal nach oben gehen und eventuell hat der uns noch was zu sagen. Es ist völlig ahnungslos. Ja. Wenn's ihn freut, dann gerne. Hier kommen wir nochmal hoch. Ah, da haben wir das Licht angemacht. Kann ich hier nochmal runterspringen? Eventuell gibt es hier noch was. Nope. Okay, ab jetzt können wir also mit dem nächsten Part weitermachen. Also mit dem nächsten Gebiet. Gut, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt mal dahin. Heute machen wir eine etwas kürzere Folge. Wobei, ich werde sowieso probieren, hier 20 bis 25 Minuten die Regel werden zu lassen. Ich werde hoffentlich keine weiteren 40-Minuten-Parts oder so mehr hier einbauen. Beim letzten Mal, da hat mich einfach die Lust gepackt und manchmal, da hat man einfach so viel Spaß beim Spiel, dass man gar nicht auf die Uhr schaut, dass man gar nicht aufhören möchte und. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Aber ich werde versuchen, diesen Spaß zu zügeln und euch etwas kürzere Parts zu zeigen. Da ich auch denke, dass es für als Zuschauer doch ein bisschen angenehmer ist, wenn man einen etwas kürzeren Part hat. Damit es nicht so langatmig wird. Gut, das sei schon mal erklärt. Herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal dann bei Tearaway, wo wir an derselben Stelle weitermachen, an der wir dieses Mal gestartet sind und beim letzten Mal aufgehört haben. Haut rein!